zeigen für den Quick, für so Quick Keyword-Recherchen. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, weil ein jemand, der eine, ich kenne das die Joomla-Agentur gar nicht, aber wer eine Joomla-Agentur sucht, kann ja von bis suchen. Also ich meine, der Suchende kann ja jetzt sein ein Einzelunternehmer, der jetzt ein Physiotherapeut ist und aus irgendeinem Grund die Begrifflichkeit Agentur verwendet, obwohl Agentur ja irgendwie assoziiert wird mit was Größerem und ich will ja jetzt nichts Größeres, Klareres, man weiß es nicht. Ja. Aber versus vielleicht jemanden, der eine Joomla-Webseite in einem größeren Konstrukt verwendet, vielleicht sogar einen Webshop drauf, was auch immer, die suchen natürlich dann nach einer zuverlässigen Joomla-Agentur. Aber Schritt 1 ist auf jeden Fall, sich zu überlegen, wer sind denn überhaupt meine Wunschkunden? Damit schließt man die anderen auf keinen Fall aus, ja, das nicht, aber man fokussiert sich. Und, hoppla, und Überlegungen sind wichtig für, aus meiner Sicht, für Design, für SEO, für die Texte, wie die geschrieben werden, unter was möchte ich gefunden werden und so weiter. Gut, dann schauen wir uns einmal, ich zeige, wir verwenden als SEO-Tool Xovi, ist ein kostenpflichtiges SEO-Tool, ich werde aber auch ein paar kostenfreie zeigen. Und da werden wir uns jetzt einfach anschauen, wie gut diese Webseite gefunden wird. Und zwar, da sind drei Werte interessant. Der erste Wert ist der OVI. Der OVI soll eine Sichtbarkeitskennzahl darstellen. Also diese Webseite hat 1,42. Würden wir eine andere Joomla-Agentur haben, die 10 hätte, dann sagt das uns nur, das andere ist halt ums Zehnfache sichtbarer. Einfach um schnell Webseiten zu vergleichen. So können wir Mitbewerber schnell vergleichen und so weiter. Was schon ein bisschen griffiger wird, ist das Thema eben, mit wie vielen verschiedenen Suchbegriffskombinationen wird denn diese Webseite aktuell auf google.de, schauen wir uns jetzt an, denn gefunden. Das heißt, mit 689 verschiedenen Begriffen wird die Webseite joomla-agentur.de im Moment gefunden. Ja. Ist das immer jetzt in deutscher Sprache nur oder kannst du das multilingual? Gute Frage. Es bezieht sich auf jeden Fall auf google.de und nicht auf andere Destinationen. Aus meiner Sicht, es kommt immer auf das Tool an. Ja? Ich weiß nicht, wie groß dieser Keyword-Schatz ist, da die hinter der Datenbank liegt. Ja? Das ist eine gute Frage, kann ich so nicht beantworten. Ja? Englische sind da drinnen, nur ob multilingual, weiß ich nicht, bis zu welcher Grenze. Ja? Hat so wie sicher Grenzen. So wie es ein SEO-Tool, das sehr deutschsprachig orientiert ist, auch für den deutschsprachigen Raum, Sistrix und so weiter, ist viel internationaler und da gibt es Search Metrics und so weiter, die haben das sicher. Hier sehen wir einen sehr netten Sichtbarkeitsverlauf über die Zeit. Also wir sehen hier, das sehen wir bis 2012, und wir sehen hier einen Knick drinnen. Das heißt, am 23.10.2016, vielleicht ein bisschen davor, hat Google so ein bisschen an Sichtbarkeit der Webseite genommen. Dritte Zahl, die wichtig ist, und zwar wie viele dieser 689 Keywords sind denn überhaupt auf Seite 1? Weil mich interessiert es ja nicht, ob ich auf Seite 7 gefunden wird, dass dort wer hinkommt. Ja, okay. Also 11% von 689 Keywords werden auf Seite 1 gefunden, ist gut. Ich finde das einen guten Wert. Also würde man jetzt, wir zoomen jetzt hinein und schauen uns mal an, mit was die Website gefunden wird, weil das ist dann das Griffigste. Also wenn man jetzt in google.de eingeben würde, Internetagenturabstand Joomla, dann wird diese Webseite auf Position 1 gefunden. Das Suchvolumen liegt bei 10 und das wird auf Basis der Startseite, wird das Ranking erzeugt. Darunter ein Suchbegriff mit 0 Suchvolumen, aber er hat ist auch ausgewertet, Joomla-Abstand 960, vielleicht hat das eine Bedeutung. Und das wird eben aufgrund eines Blogbeitrages, wird dieses Ranking erzeugt. Blogs sind eine hervorragende Methodik, um Sichtbarkeit in Google zu erzeugen, wenn man es richtig macht. Der Hauptteil ist dann auch am Schluss, wie macht man es selber? Wir werden nicht so viel Technik, sondern mehr inhaltlich sprechen, was sind die wichtigsten Faktoren, wo man eben vor allem Umfelder optimieren kann, die jetzt nicht so mega umstritten ist. Also wer jetzt danach glaubt, er kann unter Suchmaschinenoptimierung gefunden werden, das spielt es dann nicht. Aber
und der Gärtnerei Wien haben wir Chancen, wirklich reelle Chancen. Also wir brauchen meist nur ganz, ganz wenige Stunden, zwischen 1 und 5 Stunden, um gewisse Hauptbegriffe für Kunden, für so kleine lokale Kunden nach oben zu kriegen. Und das sind echt wenige Handgriffe und das möchte ich heute primär auch ein bisschen vermitteln. So, das war diese. Ich werde jetzt trotzdem zu der kleineren wechseln, damit wir da vielleicht auch ein zweites haben. Wie gesagt, ist eine Kundin und zwar die Webseite heißt mediforliving.at. Ist eine Einzelunternehmerin, sie macht geführte Meditationen und wurde seit einem halben Jahr von jemandem SEO optimiert. Ist eine Joomla-Webseite, die Joomla-Programmierung ist okay. So. Dann schauen wir uns kurz deren Werte an. Jetzt schauen wir uns an google.at. Ja, also 0, also normale Werte, sie liegen so zwischen 0 und 15 Mal gefunden werden. 1 bis 3 Mal auf Seite 1 ist so ein Standard-Website-Ding. Suchmaschinenoptimierte Webseiten, also unsere wird im Moment 1600 Mal gefunden oder von 500 Mal auf Seite 1. Also das ist dann eine SEO-Optimierung. Natürlich, wir leben davon und wir machen das, ist eh klar. Aber also da ist jetzt sehr wenig SEO-Output zumindest generiert worden. Deswegen ist die Kundin dann auch zu uns gewechselt. Was macht die Kundin? Meditationen. Sie lernt jemanden, wie man meditiert und man kann gemeinsam meditieren. Das ist es in Wahrheit. Was ist so der Zielkunde? Das gab schon das Gespräch. In Wahrheit sehr, sehr gestresste Leute. Das Problem bei dieser Zielgruppe ist, die kennen die Lösung Meditation noch nicht. Das heißt, hier muss man sehr stark mit so informationsorientierten Suchbegriffen, nennt sich das, arbeiten, das heißt mit einem Blog. Das heißt, man muss aufklären, dass Meditation gegen Stress hilft. Und da ist ein Blog natürlich eine coole Sache, um Content aufzubauen, um Rankings aufzubauen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die wirklich ganz, ganz konkret Meditation, gehen wir mal in Google ein, wir gehen da jetzt auf google.at, Meditation. Ein gutes Zeichen ist zum Beispiel, wie viele Werbende gibt es denn mit einem Suchergebnis. Also wenn hier, ich habe jetzt hier oben 4 und unten haben wir dann noch einmal 3, das heißt, irgendeinem Unternehmen interessiert das, das Keyword oder Kombinationen daraus. Ja? Das heißt, darüber wird Geschäft generiert, heute schon. Nur weil AdWords stark ist, heißt das nicht, dass die SEO wir keine Chancen haben, gute Positionen zu erreichen. Ein gutes Indiz ist aber, und zwar, wie viele Suchergebnisse wirft denn ein Begriff aus? Schaut im Endeffekt dann so aus, das haben wir für einen Zahnarzt in Wien gemacht. Das war wirklich so eine quick and dirty Analyse. Und da haben wir uns einfach angeschaut, okay, ich bin die besten Keyword-Recherchen sind das Brainstorming alleine oder mit themenfremden Leuten oder also jede Art von Brainstorming. Weil der Zahnarzt hat dann versucht zu optimieren nach dem Begriff Prothese. Aber der Zahnarzt weiß schon, was für eine Prothese er meint. Aber ein Normalsuchender, der Prothese sucht, sucht ja was ganz was anderes. Ja. Zurück zu den, man kann aufgrund der Basis, wie viele Google-Ergebnisse gibt es, so ein bisschen herausdeuten, wie umworben ist, wie viel Konkurrenz gibt es denn in den Google-Suchergebnissen. Und so eine Liste kann man sich grundsätzlich generieren oder konnte man sich bis dato mit Google AdWords. Das heißt, ich lege mein Google AdWords Konto an, sie haben es leider jetzt reduziert, das heißt, wenn man kein Werbebudget ausgibt, dann sieht man keine korrekten Suchvolumensdaten. Da gibt es Alternativen, wem eine Alternative interessiert, das kann ich ihm dann gerne auch zukommen lassen. Und wir sehen da jetzt in Wahrheit eine Kombination aus Suchbegriff, monatliches Suchaufkommen und dann jetzt diese, wie viele Google-Ergebnisse gibt es. Und hier natürlich immer im Verhältnis werden dann gewisse Werte grün, da habe ich einfach die Excel-Standard-Formatierung verwendet, bedingte Formatierung und sehe, okay, Zahnkrone kosten in Österreich ist ein relativ easy Begriff zu optimieren, das ist natürlich ein informativer Zugang, weil wir müssen uns eins immer überlegen. Ein Schritt zurück. Was möchte Google? Google möchte, also jetzt im Suchkontext, dem Suchenden das perfekte Ergebnis liefern. Der möchte die beste Suchmaschine bleiben, weil da kommt ein anderer vielleicht, der bringt bessere Ergebnisse. Und deswegen will Google das beste Ergebnis liefern.
Und die einfachste Form, um Platz 1 zu werden, ist immer, werde das beste Ergebnis. Und die Frage ist, was will der User, der was sucht? Wenn jemand sich eingibt, Zahnkrone kosten in Österreich, signalisiert er uns ja schon Sachen. Er hat einen Bedarf oder irgendwer um sich herum hat einen Bedarf. Er ist eher im Informationsstatus, weil er sucht jetzt noch nicht den konkreten Zahnarzt. Er will sich jetzt nur mal informieren, wie weit. Also was kostet das überhaupt? Kann ich mir das leisten? Muss ich nach Ungarn fahren oder weiß ich nicht was? Was auch immer da Gedanken sind. Dabei hat er ein Kaufinteresse, will aber Informationen haben. Würden wir ihm hier dann eine Webseite oder eine Unterseite dann präsentieren, wo wir ihm nur versuchen zu verkaufen, würden wir ihn sofort abschrecken. Liefern wir ihm nur Informationen, dann läuft er uns aber auch weg, weil er den Verkaufspitch nicht kriegt. Und das ist jetzt eben dann sozusagen das Feingefühl und das ist so die Haupterkenntnis in Wahrheit. Man soll sich überlegen, wenn jemand einen Begriff, und wir kommen jetzt dann gleich nochmal zu den Begriffen, eingibt, was sucht denn der wirklich? Und wir machen das immer so, dass wir ganz, ganz simpel Suchbegriffe, nehmen wir das als Beispiel her, in Google eingibt. Und ich schaue mir einfach an, was liefern denn die anderen für Ergebnisse? Sind die wirklich gut? Und viele, viele SEO machen das so, die lesen sich die ersten 10 durch, sagen, okay, was war daran, was könnte man jetzt aus all diesen Ergebnissen verbessern? Kürzerer Inhalt oder längerer Inhalt, besser strukturiert, bessere Grafik, was auch immer. Und dann baue ich mir eine Seite, die Kriterien, die besprechen wir gleich, und werde einfach das beste Ergebnis. Das kann inhaltlich, grafisch, was auch immer sein. Aber das ist so ein bisschen der Grundzugang. Gutes Thema zum, wie finde ich denn überhaupt heraus, nach was suchen denn meine potenziellen Kunden? Ich gebe jetzt eine Begriffskombination ein, die mich halt interessieren kann. Es gibt so gewisse Begriffe. Eines ist zum Beispiel eben die lokale Angabe. Wenn ich Meditation Wien eingebe, so habe ich einen Kaufwunsch. Ich habe keinen Informationswunsch. Also ist wieder die Mischung, aber oder wenn ich suche nach einem günstigen Installateur oder was auch immer, dann habe ich ein Kaufinteresse. Dann will ich mich nicht über den Beruf Installateur informieren. Und da gibt es eben gewisse Begriffe, kostenlos, günstig, das sind jetzt so die schlechten, die wir ja nie haben wollen, aber es gibt auch die lokalen. Ja? Also wir müssen ja nicht unter Suchmaschinenoptimierung oder unter Tischler auf der ganzen Welt gefunden werden, wenn wir nur in Wien operieren. Ja? Dann wollen wir gefunden werden unter Tischlerei Wien, dann ist das mein Hauptkeyword. Wir haben sehr, sehr viele, die in Wahrheit nur ein Keyword haben, Pole Dance Studio, CrossFit Studio. Was bringt die, wenn die in Deutschland gefunden werden, wenn die in Wien eine Filiale haben? CrossFit Wien? Und das bringt die Kunden und Anfragen, ganz, ganz klar. Ja. So, gute Methodik ist einfach immer Suchbegriff eingeben, den man glaubt, bleiben wir bei der Meditation, der uns interessiert. Und das können wir ganz runterscrollen und hier sehen wir verwandte Suchanfragen. Das nehmen wir immer so als Inspiration heraus. Das heißt, unser Wunschkunde, den wir jetzt im Kopf haben, nach was sucht denn der? Würde der vielleicht im Vorfeld mal nach Meditationsübungen suchen, bevor der überhaupt Meditation lernen möchte, sozusagen, und Geld ausgeben mag? Also, da zählt natürlich die Business-Erfahrung, ja? Also natürlich das Selbstlernen, wäre es in dem Fall jetzt natürlich. Oder sucht er nach Musik oder sucht er Kurse für einen Anfänger, ja, weil das ich nicht. Und da schreibe ich mir einfach meine Begriffe raus, wo ich denke, das könnte für mich einfach interessant sein. Und das ist halt wirklich eine gute Quelle, das geht dann natürlich ein bisschen weiter runter. Meditation für Anfänger. Wenn wir eine Kombination eingeben, dann seht ihr, dass hier ein paar Ergebnisse eben angezeigt werden, das ist das Google Suggest. Das sind Vorschläge der meistgesuchtesten Kombinationen. Unten sind nur ähnliche Suchanfragen. Das ist bis es. Ja. Und da sieht man, Meditation für Anfänger Wien suchen viele Leute. Egal was für ein Suchvolumen dahinter sind, es suchen viele Leute. Immer im Verhältnis natürlich. Und natürlich macht es Sinn, wenn ich das anbiete, darunter gefunden zu werden. So, das war das Thema, Keywords zu definieren oder mal für sich zu identifizieren. Wie schaffe ich es jetzt denn, meine Webseite zu optimieren? Das eine sind natürlich die technischen Tests. Ja? Ein paar Sachen kennt ihr sehr wahrscheinlich. Das eine ist natürlich, mir die Technik mal anzuschauen. Was für eine Basis habe ich? Die sollte natürlich passen. Also sprich, mobile optimiert ist ein absolutes Muss. Google hat den Index umgestellt, mobile first. Das heißt,
Google schaut sich an, schaut sich an die Webseite in der Mobilansicht und schaut sich an, gibt es auch eine Desktop-Variante? Früher war es genau umgekehrt. Ja. Schaut sich die Desktop-Seite an, schaut dann, gibt es auch Mobile. Da kann man natürlich immer wieder schrauben, da gibt es eh ganz gute, ich mag technisch nämlich gar nicht so stark hineintauchen. Gute Plattform ist sonst noch gtmetrics.com. Hier sehe ich nämlich, wie stark der Testserver ist in Kanada, deswegen ist das nicht immer so aussagekräftig, wie schnell lädt eine Webseite. Aber ich habe da so zwei Scores, gleiches Prinzip, ab 80% grün ist das immer ganz gut. Und ich sehe hier auch eine schöne Waterfall-Ansicht, dass ich sehe, okay, was lädt denn bei mir sehr lange, wie zum Beispiel zu große Bilder und all diese Themen. Eher so Standard-On-Page-technische Themen. Also wenn ihr hier schlechte Werte habt, würde ich schon sehr, sehr stark empfehlen, die so auf 80-90% zu kriegen. Die 100% sind Illusion, also ich glaube, die bringen auch nichts mehr. Also die Kosten-Nutzen bringt bei Kunden nichts, das haben wir getestet. Ja. Ja. Also die Technik sollte passen, aber ich glaube, das ist eh nicht so das Thema. Und jetzt gehen wir zum Inhalt, dem Wichtigsten. Wir wollen jetzt gefunden werden unter Meditation Wien. Und wir würden uns den Medi for Living jetzt anschauen. Und zwar, wir können uns hier einer Vorlage bedienen. Diese Vorlage heißt Wikipedia. Wikipedia ist deswegen immer so weit oben, weil sie aus SEO-Sicht sehr viel richtig macht. Nicht, weil die einen Vertrag mit Google haben, sondern die machen sehr, sehr, sehr viel richtig. Und das sind auch die wichtigsten Kriterien, die man beachten sollte und die wirklich total gut wirken. Kriterium 1, der Suchbegriff, pro Suchbegriff eine Seite. Das ist einmal eine Grundregel für Anfänger. Wir optimieren eine Seite und dann kommen, weiß ich nicht, 50 Rankings raus. Aber grundsätzlich möchte man unter Meditation Lernen für Anfänger gefunden werden, dann erstellt es einen Menüpunkt oder eine Unterseite Meditation Lernen für Anfänger. Im Link oben ist die Suchbegriffskombination. Und eine Grundregel am besten ist, dass der Suchbegriff immer sehr weit vorne steht. Also wenn es Meditation Wien wäre und man hat da irgendwie noch was dran, dann macht man Meditation Wien, -Anfänger. Die erste Hauptüberschrift, die H1, enthält das Suchbegriff. Es gibt auf jeder Website, ja, sollte es nur eine H1-Überschrift geben. Achtung, das ist in manchen Templates nicht immer so gegeben. Da ist manchmal das Logo die H1, was völlige SEO-Verschwendung ist in Wahrheit. Genau, und der Suchbegriff sollte wieder ganz, ganz links stehen. Also ein Beispiel. Während es lebt. Also da fokussieren wir, bei diesem Blogartikel fokussieren wir unter Meta-Description gefunden zu werden. Ja, also das Keyword sollte auch, wenn ihr einen längeren Titel macht, das ist jetzt eine Blogseite, keine Verkaufsseite, aber wir wollen unter Meta-Description gerne gefunden werden. Und deswegen ist das Keyword ganz links. Ja, Textmenge. Ein sehr, sehr schwieriges Thema. Es gibt ja da mehrere Studien dazu. Und der durchschnittliche Platz 1 hat noch immer ca. 2.500 Wörter, eine Unterseite. Der Durchschnitt. Also ich weiß nicht, ob das war 2015 eine Auswertung. Das heißt, möchte man Platz 1 werden, gut, tut man gute Dinge, ein bisschen was an Textvolumen zu tun. Aber keinen füllenden Text, also nicht irgendwas dann runterschreiben, sondern sich einfach zu überlegen, was könnte den Suchenden überhaupt interessieren. Also nicht künstlich aufblasen, das soll es nicht zeigen. Es zeigt nur, dass Textmenge einfach, ist natürlich Google's Basic, neben den Backlinks, und einfach ein extrem wichtiges Ding ist. Und schaut euch einmal Wikipedia-Artikel an, da ist keiner unter 1000 Wörter. Höre ich immer ein Argument, wenn ich das sage in den Beratungen, liest ja eh keiner. Richtig. Aber man schaut sich durch, was mich interessiert. Weil wenn ich unter Suchmaschinenoptimierung hier etwas Informationssuche, dann lese ich es mir nicht von A bis Z durch, aber ich möchte meine Information finden. Und wenn die Informationen nicht vollständig sind, dann gehe ich wieder. Und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Textvolumen höher zu halten. Das heißt, was würden wir auch bei der Kundin dann vorschlagen? Es kommt ein bisschen darauf an, auf den Fokus, aber wir werden einfach Meditation lernen für Anfänger, werden wir sehr wahrscheinlich eine Unterseite einrichten,
wo, das ist in Ihrem Fall die Hauptüberschrift, einen eigenen Link generieren. Das heißt, das wird einfach ein Untermenü, klassisch Meditation für Anfänger. Und wir beschäftigen uns mit allen Fragen, die ein Anfänger hat. Da brauche ich natürlich wieder den Business Owner, weil wenn da jemand kommt zum Kurs der Anfänger, und ich hoffe, da gab es schon Kurse, weil dann gibt es Erfahrungen, was fragen denn die immer? Und das Coole ist, wenn man diese Fragen im Web, auch auf seiner Webseite beantwortet, diese Fragen kommen dir im Business nicht mehr. Also wenn dich jedes Mal ein Kunde irgendwas fragt, was dir in der Beantwortung schon am Nerv geht, weil du das 1000 Mal am Tag beantwortest, dann stell es auf deine Webseite in einem Bereich oft gestellte Fragen, aber nenn es vielleicht gar nicht so, sondern hol die einfach ab. Wenn es jeder fragt, interessiert es ja jeden auch. Ja, also ist ein guter Zugang. FAQs ausgelagert, kurzer Step finde ich nicht so gut. Es soll immer zum Thema orientiert und Thema passend sein. Weil es natürlich aus auch SEO-Sicht, dann haben wir den Link FAQ, die Überschrift H1 FAQ, na, was soll Google damit machen, vergessen wir es. Ja. Das ist vielleicht super viel Text, bringt aber nichts. Ja. Man verliert wirklich potenzielles Textvolumen, interessantes Textvolumen, also FAQs immer zu den Themen hineingeben. Man kann ja auch solche Themen, ich bin immer ein Freund davon, oben sehr kurz und knackig zu schreiben oder schreiben zu lassen. Und im unteren Teil kann man immer mehr Informationen lesen. Aber das soll oben mal im Bereich ganz klar sehen, um was geht's, was machen wir, was ist dein Nutzen und was ist dein Call to Action. Das heißt, ruf mich an, schreib mir eine E-Mail, was auch immer. Ja. Ja, und bindet Medien ein, das heißt, verwendet Bilder oder Videos. Das ist ein Riesenthema und ein wirklich gutes. Wir schauen uns jetzt ein Beispiel an. Wir haben zwei Schönheitschirurgen als Kunden und das ist ein sehr umkämpfter Bereich, weil Brustvergrößerung, ja, das hat ein Volumina pro Projekt zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Die Deckungsbeiträge sind relativ hoch, da macht jeder Verkauf schon richtig Sinn. Und da zahlen sehr viele schon sehr lange für SEO-Leistungen. Und jetzt reflektieren wir kurz, was wir gelernt haben. Die haben keinen technischen Link, sondern einen sehr kurzen. Und das Keyword ist ganz, ganz eindeutig drinnen. Es ist auch eine Empfehlung, die Links auch nach der Domäne kurz zu halten. Also wenn wir jetzt einen Blogartikel haben, die 7 besten Gründe, wie du, weiß ich nicht, was machst, dann sollte das jetzt nicht der Link sein. Joomla erzeugt das ja automatisch aus dem Titel. Kürzt den auf das Keyword, exklusiv auf das Keyword, dass das so kurz wie möglich ist. Der Meta-Description-Blogartikel wird sehr wahrscheinlich, hoffe ich, oder ich mache es mir jetzt peinlich, Meta-Description-SEO sein. Und jetzt nicht der ganze Titel, so wie hier, Wichtigkeit und Optimierung für SEO. Oben wird gepitcht, da gibt es ein bisschen Allgemeines zur Brustvergrößerung. Dann geht es vor der Operation, nach der Operation und dann einfach unten diese häufig gestellten Fragen. Hier noch eine Kurzübersicht, finde ich bei dem schlecht. Also bei unserem gehen wir dieses Faktensheet nach oben, weil wenn jemand Brustvergrößerung sich damit beschäftigt, will die auch sofort wissen, was das kostet, weil kann ich mir überhaupt leisten oder nicht. Und dann beschäftige ich mich auch noch mit Heilung oder, ja, aber mich interessieren schnelle Fakten. Ein noch sehr, sehr wichtiges, die Zeit geht voran, die Meta-Beschreibung. Wir loggen uns jetzt da einfach, ein Tool, was ich auch noch vorstellen möchte, ist Screaming Frog. Screaming Frog kann man sich kostenlos runterladen, limitiert auf 500 URI, ich erkläre es jetzt nicht, was das ist, aber jede kleinere Webseite kann man damit wirklich super analysieren. Und achtet bei euren Webseiten oder bei euren Projekten immer darauf, das ist ein Basic, aber viele, viele machen es nicht, dass es einen Title Tag gibt, eine H1-Überschrift und eine Meta-Description. An was erkenne ich sehr gute SEOler, ohne mir in Xovi mir die Werte anzuschauen, wenn Sie die Meta-Keywords verwenden. Die Meta-Keywords werden überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise von Google beachtet. Also es gibt ja im Joomla Backend immer Meta-Beschreibung und Meta-Keywords. Meta-Keywords können Sie komplett außer Acht lassen. Ja, wird nicht mehr ein Ding. Die Meta-Description ist schon ein ganz anderes Thema. Also Meta-Beschreibung, Optimierung ist ein Riesenthema und da schafft man sehr, sehr viel. Ich zeige euch dann gleich ein Beispiel.
Meta-Beschreibung, wenn ich in Google etwas suche, ich suche jetzt nach der Meditation, ja, falsch geschrieben, dann besteht ja dieser Teil, dieser SERP aus drei Teilen. Den Titel, zum Joomla auch der Titel, der Link und die Meta-Beschreibung. Das heißt, ich habe drei Kriterien, um zu beeinflussen, klicken die Leute auf mein Ergebnis oder nicht. Und Google macht eines, es macht AB-Testings. Das heißt, er lässt euer Ergebnis dann, wenn die Seite da ist, nach oben schnellen. Das kriegt ihr gar nicht mit, also ihr kriegt es ja schon mit den Tools mit, aber ihr kriegt es so Dings nicht mit. Lasst es hoch, schaut sich an, wie viele Leute klicken. Wenn die Leute klicken, wie lange bleiben sie denn auf der Webseite? Oder gehen die sofort wieder zurück? Wenn sie nicht klicken und sofort wieder zurückkommen, setzt du sofort wieder weg. Ja, Google schaut sich einfach an, okay, und matcht doch immer wieder zu gewissen Begriffen, ist das dieser Inhalt jetzt besser als der andere? Wie reagieren die User mir darauf? Bei denen, Google ist ja wichtig, dass es dem User perfekt dient. Und ja, es gibt einen Irrglauben, Google verwendet nicht die Google Analytics Daten. Ja, das machen sie rein rechtlich schon nicht, tun sie sich das an. Sie schauen sich an, sie können messen sozusagen, wenn ich jetzt hier draufklicke und jetzt wieder zurückgehe, dann merken sie sich mich als User und sehen, okay, da war ich jetzt und komme wieder zurück und klicke auf Beispiel 2. Das heißt, schlimmstens sind die Leute, die dann auf die Seite 1 gehen, erstmal die ersten 10 Ergebnisse öffnen. Dann und wieder schließen. Sofort. Ich meine, kann ja einen neuen Tab öffnen zum Beispiel. Ja, dann ist wieder Active-Inactive Session, ja, ist ein Thema, ja. Aber ich meine, der eine Besuch tut im Normalfall nicht weh. Also man misst ja nicht jetzt auf der 1, 2, also ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt einen Konkurrenten vielleicht immer so auf die Website klicken, wieder zurück oder so. Das wäre nicht so effektiv. Ja, Leute, die suchen irgendwas, dann müssen sie erstmal die ersten drei Ergebnisse so. Ja. Aber da kann man zwischen Active und Inactive unterscheiden. Und das kann auch Google mittlerweile. Das heißt, wenn ich das rechts, weiß ich, ob du aktiv oder inaktiv bist. Ja, man bemerkt auch, also Google kann es anscheinend herausrechnen, also laut eigenen Aussagen, dass was ist, wenn du dein Ergebnis denn findest und dann deinen Browser schließt oder den Tab schließt oder eine neue Webseite gehst, dann wäre das ja auch ein kurzer Exit. Ich suche irgendeine Berechnung, finde die sofort, sage passt und bin weg. Dann wäre das ja auch negativ. Und das müsste nur dann funktionieren, wenn die Webseite Google Analytics eingeschaltet hat? Nein, die Hauptdatenquelle ist nämlich der Google Chrome. Diese Daten werden absolut analysiert. Google Chrome hat mittlerweile den höchsten Marktanteil. Das ist die Quelle der Informationen und hier sehen Sie alles. Also vieles. Ja. Aber es ist nicht Google Analytics, das ist meistens so ein bisschen. So, Meta-Beschreibung und Google-Ergebnis. Das heißt, es ist für uns wichtig, das ist so ein bisschen wie eine Zeitungsanzeige. Also bitte jetzt den unteren Teil, das oben ist AdWords, also ab da. Das ist jetzt wie unser Verkaufspitch. Das heißt, hier entscheidet jetzt der User innerhalb von wenigen Millisekunden bis Sekunden, auf was klicke ich denn drauf. Und das ist ganz, ganz relevant. Und deswegen ist so relevant, wie ist der Titel aufgebaut, wie ist der Link aufgebaut und wie ist die Meta-Beschreibung aufgebaut. Und hier eine Grundregel, der Suchbegriff, den ihr fokussieren wollt, Meditation lernen Anfänger, muss in allen drei Elementen vorhanden sein. Ihr seht es nämlich, er fettet nämlich hier ein. Am Beamer sieht man es jetzt nicht so schön. Ich habe es gesucht nach was. Meditation. Er fettet mir Meditation hier ein und hier. Und das ist mal eine Grundregel. Also in allen drei Elementen sollte das vorhanden sein. Und das zweite ist, wie bringe ich dem jetzt auf Basis der Meta-Beschreibung dazu, dass der auf mein Ergebnis klickt? Das setzt voraus, dass man überhaupt eine Meta-Beschreibung überhaupt hat. Ja? Wenn ich nämlich nach der Kundin suche, weil was macht Google, wenn es keine Meta-Beschreibung gibt? Also wir füllen das Feld nicht aus und Joomla füllt es ja standardmäßig nicht aus. Also es gibt ja keinen Automatismus. Das heißt, das muss ich manuell machen. Sehr, sehr, fast alle Webseiten haben irgendwo nicht keine Meta-Description. Dann versucht der Google etwas selbst zu interpretieren und das ist auch hier ein bisschen passiert. Glaube ich jetzt, ich weiß es nicht mehr in Erinnerung. Aber das lädt mich jetzt nicht so unbedingt ein. Es ist so wenig Zeichen verwendet. Ich meine, es reißt mich jetzt nicht aus dem. Also
da ist immer das Beste zu transportieren, was ist der Nutzen für den Suchenden, wenn er sich meine Webseite jetzt anschaut. Immer versuche im Nutzen zu sprechen, das ist immer eine gute Sache. Also in dem Fall Meditation Lernen Wien, Meditation Lernen für Anfänger wäre, weiß ich nicht, dass man schon 10.000 Anfänger ausgebildet haben oder weiß ich nicht was und jetzt hier fast um mehr und so weiter. Ganz cooler Trick sind Sonderzeichen in der Meta-Description. Es gibt gewisse Sonderzeichen, die in der Meta-Description verwendet werden dürfen und auch dargestellt werden. Ich nehme dann immer als Beispiel her Nischenseiten. Das ist ja, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, tun wir mal nach Waschmaschine. Waschmaschine Test. So. Und da sieht man plötzlich, also da gibt es einen Suchbegriff, also ein Ergebnis, und zwar das untere, Waschmaschine Test 2016. Das sticht schon ein bisschen mehr heraus einfach, weil die einfach so gewisse Sonderzeichen und so weiter verwenden. Vor allem das grüne Hackerl haben wir ein bisschen getestet, funktioniert ganz gut. Vor allem, wenn wir so ein bisschen einen trockenen Verlauf haben. Wenn das alle verwenden, wäre es auch wieder zart, aber wenn es nur einer verwendet, ist es natürlich. Diese ganzen Nischenseiten verwenden das nur, weil die haben keinen Trust, chip.de, tausende User, tausende Seiten, das ist so eine wertige Seite, natürlich schwenken die höher. Da kommt jetzt eine kleine Nischenseite vom Hans Huber, der zu Hause ist und 17, ich werde jetzt Vorurteile, aber wird dann natürlich nie raufkommen. Aber einfach mit der Beschreibung hier mit Sonderzeichen oder sowas zu arbeiten, macht auf jeden Fall Sinn und erhöht die Position auch dauerhaft. Gibt es Aufstellungen, findet man sehr einfach unter Google, Sonderzeichen in Meta-Beschreibungen. Ich hoffe, ihr kommt dann irgendwann auf einen Blogartikel von mir oder so. Aber gut, mit ScreenFrog gebe ich oben einfach den URL ein, auf Start drücken, in wirklich wenigsten Sekunden sehe ich, welche Webseite, welche Unterseite hat was für einen Titel. Das wissen wir, okay, Google dieses hier. Wie ist die Meta-Beschreibung? Das hier. Und wie ist meine wichtigste H1-Überschrift? Genau. Guter Tipp ist noch, es gibt dann meistens, bei der Kundin ist mir aufgefallen, bei der Startseite sofort, das sind bitte die Standard-Checks. Ja. Die hat sehr viele H2-Überschriften. In Joomla, glaube ich, in den Editoren heißt Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 und so weiter. Gell? Schaut, dass ihr nicht zu viele Überschriftstypen verwendet. Die Faustregel ist so eine H1, zwei H2 und dann ein paar H3. Und probiert es auch in der Hierarchie zu bleiben. Stellt es euch vor wie ein Buchtitel. Die H1 ist der Buchtitel, die H2 sind die wichtigsten Kapitel, die H3 sind einfach Unterseiten, also Unterkapitel oder so. Gell? Also nicht hupfen mit H1, H3, H2, H4, H5. Die optisch kann ja das so bleiben. Nur die Kennzeichnung Überschrift 2 muss es nicht sein. Also ich kann ja mir einen Text erstellen, sage, okay, du hast jetzt die Farbe Y und bist jetzt genauso groß wie eine Überschrift, aber du bist keine Überschrift. So kann ich mich natürlich dann auch, das stört Google auch überhaupt nicht. Ja. Warum sollten es zum Beispiel nur zwei H2-Überschriften sein? Weil es ein bisschen im Verhältnis zum Text steht. Also es ist ein Verhältnisthema zum Text, ja. Wenn du eine Seite mit Überschriften überladest, ist natürlich die Frage, in wie viele Überschriften kommt denn dein Keyword jetzt vor? Hast du das überall? Würde ja auch ich als Mensch sagen, du spammst mich gerade zu. Ja? Also warum verwendest du so viele Überschriften? Also, und natürlich sind diese, ist der Buchtitel und all diese Überschriften wichtig, dass das Keyword da drinnen ist. Ja. Ist das die Beste, Frage? Wenn man das trotzdem reinpumpt. Grafischen Aufteilung, dass man sagt, okay, wir machen nur zwei H2, die was offiziell als H2 definiert sind, und den Rest mache ich halt mit den Werte von H2. Ja, genau. Ja, absolut. Sondern typisch, wenn ihr zum Beispiel wirklich in einer Verkaufsseite oder so im unteren Teil immer ein FAQ habt und das so nennen wollt, dann ist das auch super. Aber definiert FAQ nicht als Überschrift, weil der natürlich auch ausschaut, wenn jede die Seite die gleiche Überschriften plötzlich hat. Du hast 100 Seiten und alle haben eine Überschrift, die FAQ heißt. Also FAQ weiß Google mittlerweile, aber es ist einfach ein Qualitätsthema auch ein bisschen. So, und wenn wir uns da unsere einen Blogartikel natürlich mit dem Fokus danach gefunden zu werden in Google,
ist Meta Description hier der Fokus. Wir haben es hier in der ersten Überschrift, wir haben es dann hier, aber nicht spammy, wir haben dann hier H3 Überschriften, aber sie sind grundsätzlich eher immer wieder, taucht das auf, manchmal auch nicht, oder die Meta-Beschreibung verwenden wir mal und so weiter. Ja, Textlänge, unsere Blogartikel sind im Normalfall 800 bis 1000 Seiten, unsere Leistungsseiten genauso. Also da versucht man immer dorthin zu kommen. Dass, bei Kunden, wenn man da Schulen, sagen wir, schaut, dass ihr 500 Wörter hinkriegt. Unter 300 Wörtern, ich weiß nicht, ob das jetzt wissenschaftlich bestätigt ist, aber unter 300 Wörtern ist das minderwertiger Content, zumindest für Google, weil einfach im Vergleich zu anderen Seiten sind 300 Wörter einfach verdammt wenig. Und die meisten Seiten, vielleicht bei der Kundin jetzt weniger, ist, ja, also das werden, weiß nicht, 350 Wörter sein. Ist natürlich sehr, sehr textlastig. Hier wieder ein Verschwender, dann natürlich SEO-Potenzial. Der Link über mich, die Überschrift über mich, signalisiert alles jetzt, das ist jetzt der erste Blick, das Keyword über mich, und das kann Google natürlich nicht werten, so wie FAQ, Kontakt, Impressum in Wahrheit, wertlos. Da könnte man natürlich ihren Namen zum Beispiel nehmen. Weil wenn Leute oder in Teams und so weiter, manche Teams werden nicht gefunden, das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Dann gibt man einen, den Vertriebler Herrn Y, danke, den Vertriebler Herrn Y, und man findet die Firma dazu nicht. Ja. Und da reicht einfach wirklich für die Mitarbeiter Unterseiten zu erstellen, ein bisschen einen Text dazu, was man halt erzählen will, das reicht meist schon, weil die Konkurrenz, außer da heißt Max Mustermann, wird relativ gering sein. Ja. Bilder sehr, sehr wichtig, weil einfach Google sagt, also viele Google-Optimierer, einer meiner persönlichen Favorites ist Backlinko.com. Backlinko.com ist ein neuer Suchmaschinenoptimierer und der schafft mit Begriffen englischsprachig gefunden werden wie Backlink oder Search Engine Optimization, also schwierig, schwierig. Was macht der? Der publiziert einmal pro Monat einen 10.000 Wörterartikel, Blogartikel. Produziert dazu echt coole grafische Layouts, echt coole Fotos und echt gute Videos und rankt alle weg. Alle SEO, alle Backlinks, die seit Jahrzehnten arbeiten, rankt der englischsprachig weg. Und das ist einfach die Methodik, ist zu sagen, werde der beste Inhalt. Im Grundsatz, das ist natürlich jetzt. Ja. Also Bilder sind ganz, ganz wichtig. Was sind dazu die häufigsten Fehler? Die häufigsten Fehler ist, die Benennung der Bilder ist sehr, sehr wichtig. Google kann ja Bilder nicht lesen. Ich habe noch 4 Minuten. Aber das sollte immer heißen, wir haben es in dem Fall genannt, Metabeschreibung-google.png. Das heißt, Keywords da drinnen zu haben, ist eine sehr, sehr gute Idee. Bilder sollten komprimiert sein und genau in der Größe hochgeladen werden, wie sie auch tatsächlich verwendet werden sollen. Das ist ja bei Responsive Design eigentlich nicht möglich. Ja, aber das Maximum zumindest. Dann speziell auf die Komprimierung zu achten, also kraken.io ist meine Quelle, das ist auch kostenlos, da ziehe ich mein Bild hinein und kriege es komprimiert, das schaut 1:1 aus, also vielleicht wird es ein Grafiker sagen, nein, aber für mich schaut das 1:1 aus und habe ungefähr ein Viertel, die Hälfte weniger Speicherplatz, somit schnellere Website, und das ist sehr, sehr wichtig. Aber benennt eure Bilder und verwendet Bilder. Das ist echt ein cooles Dingsthema. Und Videos, bitte. Wie siehst du das bei den Bildern mit der Beschreibung, also dem Namen der Datei, dem Meta und dem Title? Was wertest du hier? Was fühlst du aus, sagen wir so? Ehrlich gesagt nur den Namen. Also Bild 1 hat dann den Namen, für was du ranken willst. Genau, ein Beschreibung. In dem Fall Meta Description Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Und Title und Meta. Führen wir nicht aus. Das ist jetzt die Kür. Da warst du noch nicht da. Aber ich sage so, diese 100% Optimierung finde ich nicht so gut. Wir haben das getestet, wir haben eine ganze Webseite, alle Alt-Tags und so weiter bei Bildern hinein und jeder, alles super perfekt, dass ein On-Page-SEO-Tool sagt, super, und bringt nichts. Also, ja schon, aber nicht die Zeit, die ich investiert habe, und da ich Zeit auch Geld koste, dann ist das natürlich ein wichtiges Thema. Kurze Frage, wie es mit Umlauten, zum Beispiel AE oder nur A? Eine sehr, sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, also in Links würde ich es nicht verwenden, auf keinen Fall.
weil wenn Links dann geshared werden, dann schaut das immer komisch aus. Das ist so, wie als wäre es ein falscher URL und so weiter. Das ist schon klar, also umschreiben ist ja klar, aber wenn es zum Beispiel AE wäre, nur A oder AE? AE. Ja, okay. Würde ich schon. Ich glaube zu behaupten, dass Google jetzt schon so intelligent ist, dass er auch das hundertprozentig versteht, was da gemeint ist. Ja. Okay. Verstehe ich das richtig, dass wir jetzt uns eher das On-Page-SEO angeschaut haben? Aber es gibt ja quasi auch nur das Off-Page, dass man bei anderen Blogs irgendwie reinkommt oder Foren oder so. Also da gibt es immer die, habe ich gelesen, dass quasi bewusst dann wo in Foren versucht wird, Artikel über die Seite zu schreiben und so. Ist es überhaupt nur gängige Praxis oder überhaupt nützlich? Wir machen seit einem Jahr Backlink-Aufbau für Kunden. Sie stehen da relativ am Anfang, möchte ich damit sagen. Aber aus meiner Sicht funktioniert das überhaupt nicht. Wir haben Wikipedia-Links uns generiert, gutefrage.net, Follow-Links und so weiter. Aber die besten Links sind aus meiner Sicht, aber ich komme aus der Blogger-Welt, ich bin ja ein sehr aktiver Blogger, ist Gastartikel woanders zu schreiben. Ein bombastisches Tool. Da kriegst du einen wertvollen, relevanten Link dann da drüber. Und das boostet unsere Projekte, wenn wir das für andere machen, uns da so hoch. Also wenn man da, also dieses irgendwie Links aufbauen, der letzten SEO-Konferenz hat einer gesagt, man sollte immer Traffic-Links aufbauen. Das heißt Links, über die irgendwer zu deiner Seite kommen wird und Traffic dann ist. Und nicht halt in einem Verzeichnis oder so, wo halt nie mehr jemand schaut. Wir müssen zum Ende kommen. Ich habe für euch, wenn ihr wollt, bitte jederzeit könnt ihr mich kontaktieren. Unsere Domäne ist ithelps.at, wie so auf Englisch es hilft. Wir waren früher IT-Dienstleister. Und schreibt es mich an, auf Facebook, wo auch immer, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr euch auch gerne eure Webseite bewertet haben wollt, um zu sagen, was kann ich denn wo drehen, dann gebe ich euch gerne das Feedback. Bitte nicht erwarten, dass ich eine Stunde später antworte, aber ich werde euch antworten und ich kann euch einfach quick and dirty sagen, das sind die größten Stellschrauben, die würde ich sofort machen. Also das wäre mein Angebot an euch und ich danke für eure Zeit.